Hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Wind Waker HD. In der letzten Folge habe ich mich hier mit der Tür ein bisschen schwer getan und im Grunde ist es genau das, was ich dachte. Wenn das Auge offen ist, die Nuss reinwerfen. Aber irgendwie... haut das nicht ganz so hin. Jetzt! Dankeschön. Meine Güte. Da hat der Winkel wohl nicht gepasst oder so eine Geschichten. So, einmal links gucken, einmal rechts gucken. Nein, das wollte ich nicht machen. Wenigstens braucht man dafür keine Magie. Ich hätte jetzt aber gerne mal ein Herz. Energie. Hier. Denn das Piepen ging mir jetzt die ganze Zeit schon auf den Sack. So, dann gucken wir einmal. Benutzt immer den falschen Stick erstmal. Ich laufe immer erstmal noch so ein paar Meter. Obwohl das ziemlich tödlich enden könnte. Ach, gut, dass ich da gerade nicht rübergesprungen bin. So, jetzt so rüber. Yep, danke. Da drüben brauche ich einen Schlüssel, wie es aussieht. Okay. So. Wupp. Ich merke gerade, was anders ist. Ich habe mein Headset noch auf. Hab gerade nämlich nebenbei... gerade nebenbei noch Videos geguckt und sowas. In dem kleinen Päuschen, das ich gemacht habe. Die Sache bei den Nüssen ist halt, die lösen sich nach einer Weile immer so ein bisschen auf. Okay, ich muss also darauf. Und dann irgendwie darauf oder also darüber. Um die eine Tür aufzumachen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ah, es hat funktioniert. Wenigstens das. Wenigstens hat das jetzt auf Anhieb funktioniert. So, wie kann ich eigentlich nochmal mein Schild benutzen? Ne, damit benutze ich das. Muss ich das Schild eigentlich auch selbst? Hier kann man mal die Karte sehen. Gibt irgendwie nicht so viel zu sehen. Muss ich das Schild auch auf irgendwie ein Dings legen? Ich habe vergessen, wie man das Schild benutzt. Okay, ne, das nicht. Ne, das war das. Okay, so war das. Wollte einfach mal so ein paar Sachen gerade ausprobieren. So, ich werde aber jetzt erstmal ein bisschen Gras noch schneiden. Denn wir brauchen Herzen. Meine Damen und Herren, wir brauchen noch ein paar mehr Herzen hier. Jo. Muss man jetzt wirklich zwischen den Folgen immer so ein bisschen eine kleine Pause machen, damit sich mein Hals ein bisschen beruhigt. Weil irgendwie so hundertprozentig gesund scheine ich noch nicht zu sein. Ich schleppe das jetzt schon über 2 Wochen mit mir rum. Also so langsam aber sicher könnte das irgendwie mal... könnte das eigentlich echt mal wieder besser werden hier. Weil das ich nicht vernünftig aufnehmen kann, regt mich sehr auf, um ehrlich zu sein. Weil ich mache das ja sehr gerne für euch. Und ich möchte auch nicht so wirken, als wenn ich irgendwie unenthusiastisch wäre oder sonst irgendwie was, weil ich nicht so viele Stimmen mache oder von der Tonlage her lieber ein bisschen gedämpfter bleibe, um mich ein bisschen erholt zu lassen. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie nochmal eine Woche lang keinen Content bringen oder sowas. Einfach weil, ja, zu lange Pausen machen einen irrelevant. Aber, naja. Ist dann halt noch eine andere Sache. Okay. Ich wollte nur ein bisschen Büsche schneiden, um vielleicht ein paar Herzen rauszubekommen. Kann ich nicht wissen, dass da plötzlich, wo hier die unsichtbaren aufploppenden Wände herkommen. Oh, danke. Ist wenigstens dieses blöde Geräusch schon mal halbwegs weg. Was ist eigentlich hier mit den... mit diesen Häufchen hier, was kann man damit machen? Kann ich die wegwehen? Cool. Autsch. Das ist natürlich ziemlich nice. Kann ich da dann aus dem Gras auch einfach die Items rauswehen? Das wäre ja auch interessant.
Nee, das scheint wohl nur wirklich in diesen bestimmten Grasbüscheln zu sein. So, warte mal hier noch. So, dann hier lang. Als Veteran dieses Spiels weiß man wahrscheinlich sogar auswendig, wo die Teile da rauskommen, aber ich weiß das selbstverständlich nicht. Denn dies hier ist immer noch mein erster Playthrough von dem Spiel. Für die Leute, die nicht von Anfang an gucken oder diese Folge als erste Folge haben, erstmal hallo. Herzlich willkommen bei meinem, auf meinem Kanal hier. Dies ist ein Blind Playthrough, quasi blind. Also den Anfang kannte ich ein bisschen. Aber mehr auch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Das Blöde ist nur, dass ihr mich gerade in so einer kränkelnden Zeit entdeckt habt. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr dann meinem Content eine kleine Chance gibt und... Autsch. Und nicht nur dieses Video, sondern vielleicht auch noch ein, zwei andere guckt. Und auch eine Bewertung vielleicht dalassen. Das würde mir auch sehr helfen. Bewertung dalassen, kommentieren und so. Man muss natürlich auswendig wissen, wo jetzt hier diese blöden Teile herkommen. So, das bringt mir nichts. Nein. Das Schwert rausholen. Okay, ich kann das offenbar nicht kaputt machen. Waren da oben eigentlich so ein Teile? Nee. Kann mich jetzt hiermit hochspucken lassen. Ach, guck mal, was wir da haben. Ein Bombenstein. Upp. So. Jetzt müsste ja das hier auf sein. Genau. Was haben wir hier erstmal? Eine große Truhe und in der befindet sich vermutlich ein kleiner Schlüssel, wenn ich mich nicht vertue. Und... Da-da-da-da! Nein! Wir haben den Kompass gefunden. Damit können wir jetzt in diesem Dungeon alle Truhen sehen. Das ist doch nicht schlecht. Also wir können auf der Karte sehen, wo sie sich befinden, sagen wir es so. Die Truhen selbst konnten wir natürlich auch ohne den Kompass sehen, weil wenn sie vor uns liegen, ne, dann ist ja klar, dass wir die da sehen können. So. Ach, Mann. Uff. Na, komm schon. Hep. Reicht das? Ist das kaputt? Nein. Doch, ist kaputt. Jetzt muss ich den Weg zurückfinden. Ich wollte gerade sagen, ein Herz wäre noch nicht verkehrt, dann bin ich auch so ein bisschen beruhigt. Okay, jetzt hier lang. Das ist eine Wand. Da geht's nicht lang, hier geht's lang. Ach, Mann! Die kommen aber manchmal ein bisschen früher raus und manchmal auch, wenn man so 2 mm davor steht erst. Das ist echt ein langwieriger Prozess. So, dann darüber. Ja, komm. So, ach, bitte! Hat sich das Herzensammeln ja voll gelohnt hier. So, was haben wir jetzt hier? Einen kleinen Schlüssel, bitte. Ta-ta-da-da-da! So, und jetzt heißt es wieder zurückgehen. Lala. Düdü. So, einmal hier runter. Und den ganzen Weg wieder zurück, den wir gegangen sind. Hoch da. Natürlich habt ihr euch in der Sekunde gerade nach unten gepackt. So. Stimmt, in dem Raum haben wir auch noch nicht alles geholt, bin ich der Meinung. Oder das geht einfach wieder zurück. Nee, wir sind da oben noch nicht gewesen. Da möchte ich jetzt auch erstmal gucken, was haben wir denn da noch so alles. Noch sind wir hier nicht durch. Hep. Bin ich mal echt gespannt. Was können wir denn hier noch haben? Einfach noch ein Laubbündel. Cool. Eine kleine Abkürzung. Damit wir nicht den Dungeon immer wieder von vorne anfangen müssen. Ich hab grad eine Idee.
Keine Ahnung, ob das relevant wird. Das sah mir aber einfach machbar aus und ich dachte mir, warum nicht? Ich habe alle kaputt gemacht, dachte ich. Das gefällt mir jetzt aber irgendwie nicht so, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade so gut wie alle meine Magie aufgebraucht. Und bin unten gelandet und habe nicht das geschafft, was ich eigentlich machen wollte, nämlich das Ding hier runterschmeißen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Spiel kaputt gemacht. So, da muss ich, glaube ich, eine Nuss gegenwerfen, aber ich habe hier unten keine. Das bedeutet, jetzt darf ich einmal wieder meine liebste Beschäftigung machen, nämlich in diese Pflanzen rein. Ach, die Teile füllen ein bisschen meine Magie auf, kann das sein? Yep, das kann sogar sehr gut sein, weil das sogar der Fall ist. Interessant, interessant. Immer wenn ich in so ein Ding reingehe, füllt sich meine Magie ein bisschen auf. Finde ich gut. Ist genommen. So, jetzt war ich bei der Tür hier. Ich glaube, hier muss ich auch eigentlich hin. Genau, hier war ich durchgekommen und auf der anderen Seite... Ich hab's fast vergessen hier. Ich will aber ehrlich gesagt hier noch weitergehen. Ich will das eigentlich erstmal hier zu Ende machen. Aber ich frage mich, wie soll ich bitte da drüben rüberkommen? Ohne dass mir da ausgeholfen wird. Ah, nee, komm. Machen wir erstmal das mit dem Schlüssel und dann passt das schon. Ich denke, wir werden da nicht zu viel verpassen. Und wenn, dann werden wir sowieso wieder zurückkommen, weil wir das brauchen. Das ist jetzt so mein Gedanke dahinter. Und wusch! So. Alles klar, komm rüber, dankeschön. Und zack. Nein, und zack. Genau. Sehr schön, und jetzt habe ich hier die Nuss. Arriba! Ich habe eine Goldfeder von dem gesammelt. Aber es bringt mir nichts, hier rüber zu gehen. Merke ich gerade. Was soll mir das großartig bringen? Guck mal da unten. Eine Truhe. Wenn ich punktgenau abspringe, sollte ich einen roten Rubin rauskriegen. Cool. Ach, ihr seid wieder da. Alles klar. So, zack. Das war Nummer 1. So, zack. Das war Nummer 2. Sieht ja schon fast nach ein paar vernünftigen Moves aus, aber dann dachte sich das Spiel so, nee, jetzt funktioniere ich einfach nicht mehr so wie vorher. Jetzt geht das nicht mehr so wie vorher. Okay, du willst mir keine goldene Feder. Schade. Echt schade, weil ich brauche davon ja noch ein paar. Ich erinnere mich nämlich an den einen Typen, dessen Freundin 20 von denen teilen wollte. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Was bringt mir das? Wo war die Tür, für die ich einen Schlüssel brauchte? Wo war die Schlüsseltür? Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel. Aber... Nee. Okay, gut. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Genau, nicht wieder reinrennen, denn wir haben kaum noch Energie. So, dann sind wir hier reingekommen. Danke. Wie bin ich darüber gekommen? Bin ich überhaupt darüber gekommen? Nö. Hä? Kapiere ich nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich anders gemacht hatte. Vielleicht bin ich in eine andere Richtung gegangen am Anfang. Ich guck mal kurz. Ja, wenn ich da reingehe, kriege ich ein bisschen Energie zurück. Ein bisschen Magie-Energie. Das finde ich gut. Magie-Energie. Na klar. So, da geht es dann weiter höher. Da komme ich nicht rauf. Jetzt hängt er doch wieder komplett fest. Ach, da. Ah,
Beim ersten Mal habe ich das wahrscheinlich direkt gesehen. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ich mein Kurzzeitgedächtnis und Zelda-Spiel. Ich glaube, das verträgt sich nicht so gut. So, das, was ich jetzt nämlich machen möchte. Hier ist die Schlüsseltür. Sehr gut. Ist erstmal das. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken, ob ich hier das Dingens zum Runterfallen bringe. Ohne selbst runterzufallen erstmal. Aber das scheint mir irgendwie relevant zu sein, das irgendwie hinzukriegen. Und ich spekuliere auch darauf, wenn ich das einmal geschafft habe, dass es dann einfach so bleibt. Und nicht wieder einfach zurückgeht. So, irgendwelche Herzen? Nee, natürlich nicht. Okay, das ist der erste. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Ach, die gehen ganz schnell wieder ran. Okay, das bringt also nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt, Zeitpunkt bringt das offensichtlich noch nichts. So. Noch ein paar Herzchen? Danke? Nee? Okay. Das ist für wahrscheinlich Kenner des Spiels gerade ziemlich mühselig und wahrscheinlich sogar ärgerlich gewesen. Hallo? Würdest du das Ding einfach mal werfen? Danke. So, einmal da. Komm her. Ach, mit dem Wind kann man die Teile so gut wie unten. Nein. So gut wie unbeweglich machen. Aua, unschädlich machen, so rum. Hau ab. Doofes Ding. Aber wenn ich so mache, bringt das doch auch nichts. Der geht ja nicht in eine andere Richtung. Da muss ich ja das Ding da hinten treffen. Hier zum Angeln ist ja auch nichts. Vielleicht so? Nee. Daneben. Ich sehe es doch, da ist es doch. Himmel, Herrgott, was soll ich denn machen? Rüber! Okay. Alles klar. Das hat funktioniert. Das finde ich gut. Hau ab. Ah! Da geht's einfach wieder zurück. Herz! Danke. Und rein. Puh. Ich hab ihm voll ein Herz geklaut. So, weg mit dir. Danke. Nein, 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 das wollte ich doch gar nicht machen. Nein! Lass mich doch mal raus erstmal. Okay, dann vielleicht doch nicht. Dann lässt mich das Spiel eben nicht das machen, was ich machen möchte. Oh, lass mich in Ruhe. Die Teile gehen mir echt ein bisschen auf den Nerv. Hep. Nächste Etage. Oh. Da konnte ich nicht. Da konnte ich doch echt so schnell nicht reagieren hier. So. Autsch. Wo gehe ich jetzt hin? Tür zu. Hä? Bosskampf getriggert. So eine ekelhafte Motte hier. Komm schon. Yeah. Yes, Miniboss besiegt. Und eine große Truhe bekommen dafür. Ich glaube, das sind noch nicht mal goldene Federn, oder? Aber wenn es ein neues Item gewesen wäre, dann hätte mir das Spiel das wahrscheinlich schon wieder gesagt.
in so einem Einspieler so, also mit Textbox und allem. Na, dann schauen wir doch mal zum Ende der Folge nochmal, was befindet sich dann in Truhe Nummer, ich glaube, 3. Da-da-da-da! Du hast den Boomerang gefunden! Lege ihn auf alte... Ja, oh, nice! Ohne Spaß, also. Du kannst 5 Objekte gleichzeitig anvisieren und mit ihm treffen. Sehr gut! Das wird uns so ziemlich weiterhelfen. Boomerang kommt auf Y. Sehr gut. Und an der Stelle würde ich dann sagen, mit dem Boomerang haben wir dann unsere nächste Sache. Und ich würde sagen, das wäre es mit der Folge von Let's Play. Wind Waker HD, The Legend of Zelda, wie auch immer. Dankeschön fürs Zusehen. Und an der Stelle sage ich dann, wie eh und je, tschüss, bis dann.